Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle hier auf diesem Kanal. Heute gegen einen Zuschauer namens Justin und wir spielen mal wieder im Never Used Tier mit dem kleinen Siberio-Hagesturm-Team mit Amagaga, Siberio, Capoeira, Rizeros, Gewaldro und Lamus. Genaues Herz findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall sehen wir hier auf der gegnerischen Seite ein Papunga, was ziemlich cool ist. Ich mag Papunga und das Ding kann echt gefährlich werden, vor allem wegen seiner guten Init-Base. Dann ein Dragonier, wahrscheinlich mit dem Evoliten, ein Drachentanz-Setup, das kann auch gefährlich werden. Evoli, ich hoffe mal nicht, dass er irgendwie Staffette spielt oder so, mit Z-Evoli-Gedöns, das kann man ja machen, dieses Z, nicht Händchen halten. Auf jeden Fall diese Z-Evoli-Attacke, wo man dann die ganzen Boosts bekommt, aber man kann Staffette nicht mehr benutzen. Also in keinem Tier mehr, selbst im Uber-Tier nicht mehr, sondern nur noch im AG, weil das überall gebannt wurde. Also hoffe ich einfach mal, dass er das nicht verwendet. Elfun, Pachirisu. Pachirisu ist cool, das habe ich tatsächlich selten gesehen. Und Calamanero. Okay, gut, ich würde sagen, dass auch Siberio hier mal wieder sehr, sehr gute Arbeit leisten kann im Bizarro-Raum. Calamanero kann ein kleines Problem werden, davon muss ich auf jeden Fall aufpassen. Auch dieses Papunga ist sehr gefährlich. Sogar sehr, sehr gefährlich, sehe ich gerade. Ich würde sogar eigentlich gerne mit Amagaga leaden. Weil er hat eigentlich nichts, was er in Amagaga schön reinwechseln kann. Und mit Rizeros leaden beispielsweise bringt mir auch nicht so viel. Generell Rizeros ist in dem Matchup relativ schlecht, muss ich sagen. Um beispielsweise die Zahnscheine rauszuholen, ist es vielleicht noch ganz hilfreich, aber das war's auch schon. Also es macht halt nichts gegen Elfun, nichts gegen Papunga. Es kann von Papunga wahrscheinlich einen Hit überleben, aber trotzdem. Weil Samenbomben ist zwar vierfach effektiv, aber Rizeros ist halt super, super bulky. Deshalb sollte man das nicht unterschätzen und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es das überlebt. Also eine Attacke zumindest, aber ja, auf Dauer weiß ich nicht. Mal schauen, wir sehen auf jeden Fall jetzt hier den Elfun-Lead. Das ist ganz nice, weil ich glaube nicht, dass er hier drin bleiben wird. Ich meine, er kann es machen, aber er muss es nicht machen. Und in jedem Fall kann ich, glaube ich, einfach hier einen Blizzard raushauen. Denn er wird mich sowieso nicht besiegen können mit keiner Attacke. Ich meine, Gigasauger macht Schaden. Oder will ich hier einfach rauswechseln? Will ich den Schaden mit Gigasauger fressen? Ich möchte eigentlich einfach einen Blizzard raushauen, weil die Sache ist, dass ich sowieso nicht viel in Elfun reinwechseln kann. Deshalb möchte ich eigentlich einfach auf meinen Blizzard gehen, würde ich sogar fast sagen. Ja, Blizzard sollte hier okay sein. Oder hat er irgendwas, was er hier reinwechseln könnte in den Blizzard? Eigentlich halt nicht, ne? Deswegen gehen wir einfach mal auf den Blizzard. Ich habe hier natürlich nicht diese... Oh, okay, Delegator. Ah, hätte ich jetzt... Ich wollte gerade sagen, ich habe leider nicht diese Fähigkeit Refrigerate auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall diese Fähigkeit, die normale Attacken zu Eisattacken macht. Deshalb hätte ich natürlich jetzt hier vielleicht sogar Schallwelle im Set gehabt. Aber dadurch, dass ich eben den Hagesturm spiele mit Siberio, kann ich logischerweise dieses Set nicht spielen, sondern muss jetzt hier das Blizzard-Set spielen. Und da wäre die Schallwelle natürlich super, super cool. Aber der Delegator hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. Er hat vielleicht mit dem Wechsel gerechnet oder so. In jedem Fall gehe ich weiter auf Blizzard. Blizzard trifft ja jetzt hier auch zu 100% wegen des Hagesturms, was auch ganz cool ist. Er kann natürlich jetzt hier auf Gigasauger gehen oder sogar auf Energieball, aber ich glaube, wahrscheinlich hat er eher Gigasauger im Set, weil er wahrscheinlich eher defensiver ist. Und das sollte mich dann nicht aus dem Spiel nehmen. Er geht in Calamanero, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil Calamanero sollte getoolt KO'd werden, oder? Das bekommt guten Schaden. Sehr guten Schaden. Ja, das ist sogar fast ein One-Hit-KO. Und ich fand nämlich, dass Calamanero ein sehr großer Threat war und Amagaga einer der wenigen Möglichkeiten war, um guten Schaden auf das Ding raufzubekommen. Und jetzt wechselt er es einfach rein. Das ist ganz nice. Er hat auch selber gesagt, dass er jetzt nicht der beste Spieler ist. Aber ich meine, man muss auch nicht der beste Spieler sein. Jeder ist ja noch, ne, jeder ist an einem anderen Entwicklungszeitpunkt sozusagen. Manche stehen halt am Anfang, manche sind etwas fortgeschrittener. Aber sollte passen. Auf jeden Fall geht er auf Kraftkoloss. Ich dachte tatsächlich, dass ich schneller bin, deswegen bin ich drin geblieben. Das war ein Fehler. Weil normalerweise spielt man Calamanero mit Speed-Death Investment, also Full KP, Full Spezialverteidigung und kaum Initiative. Und deshalb dachte ich halt, ich kann jetzt hier mit Amagaga einfach drin bleiben und auf Blizzard gehen, weil ich wahrscheinlich schneller bin, weil ich eben Init Investment habe. Ich habe sogar volles Init Investment. Habe ich ein mäßiges Wesen oder ein scheues Wesen? Das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall dachte ich, dass ich schneller bin, nur habe ich mich jetzt hier wohl geirrt. In jedem Fall gehe ich hier erstmal in Siberio rein, denn Siberio kann in jedem Fall ganz gute Arbeit leisten. Er wechselt in Pachirisu. Will ich hier drin bleiben und einfach auf Eisabfahr gehen? Ich habe halt noch nie gegen Pachirisu gespielt, glaube ich. Ich meine, ich weiß, damals Pachirisu im VGC war halt super, super gut vor ein paar Jahren. Das war einfach, was heißt super gut? Es war, hat seine Arbeit geleistet, aber einfach, weil es Pachirisu war. Im VGC vor 2 Jahren hat das einfach jeder gefeiert, logischerweise, weil es war halt etwas Besonderes. Deshalb, ja, da war es vielleicht ganz cool. Hier weiß ich nicht, was es kann im Singles
Also ganz normal in Einzelkämpfen. Deswegen. Ja, ich wollte gerade erstmal im Singles-Modus sagen, aber es hört sich komisch an. Deswegen, ja, egal. Ich gehe auf jeden Fall auf Eiszapfhagel. So, und er ist natürlich schneller, der gute alte Lars, als Pachirisu. Und Eiszapfhagel sollte halt super viel Schaden machen. Oder auch nicht. Pachirisu tankt halt wie sonst was. Also, ich hätte tatsächlich echt gedacht, dass es fast ein KO wird. Und jetzt aktiviert sich sogar wahrscheinlich die Zitrobeere. Ja, das sieht nach der Zitrobeere aus. Und so ist er wieder bei einer ganz guten Range. Und er geht auf Angrubler und damit bin ich paralysiert, was auch etwas nervig ist, aber. Mattert das so sehr? Ich weiß nicht. Ich hätte wahrscheinlich einfach straight in Rizoros gehen können. Das wäre durchaus möglich gewesen. Ich dachte nur wirklich, dass Eiszapfhagel einfach viel, viel mehr Schaden macht. Und ihn vielleicht sogar killen könnte. Bezirzer? Was macht Bezirzer? Ich weiß es echt gerade nicht. Er stiehlt den Lebenorb, als ob. Aber gleichzeitig aktiviert sich der Lebenorb, was natürlich ein bisschen nervig für ihn ist. Aber damit wird er diesen Hit auf jeden Fall überleben. Als ob oder auch nicht. Ist das ein Crit? Ach, come on. Das war ein bisschen blöd. Er hat gerade echt eine coole Taktik gefahren und dann kommt sowas. Darüber freue ich mich nicht wirklich. In jedem Fall hätte ich wahrscheinlich hier besser spielen können und hätte in Rizoros gehen können. Aber machst du nichts. Da kommt Papunga rein. Okay, ich werde sogar einfach auf Eiszapfhagel gehen, weil ich Angst habe, dass er sich jetzt hier Setup mit Schwertanz. Deswegen, ja, gehen wir hier auf Eiszapfhagel. Er geht auf Schwertanz. Okay, bitte komm durch. Weil das Ding ist ein Threat. Wobei, er hat wahrscheinlich einen Fokus-Sword, ne? Wenn er das jetzt hier so... Oh. Das ist nicht so cool. Papunga kann mich jetzt zerstören. Vielleicht, möglicherweise. Mal schauen, Samenbomben kommen. Das Ding ist ein Threat. Das Ding ist auf jeden Fall ein Threat, aber er besiegt mich nicht. Wieso auch immer. Jetzt gebe ich ihm zwar seine volle Akrobatik mit dem Fokusgurt, wenn er den Fokusgurt hat, genau. Aber ich glaube, dass das okay sein sollte. Das Ding ist auf jeden Fall ein Threat. Das Ding ist auf jeden Fall ein Threat. Ich werde auf jeden Fall Siberio jetzt hier opfern. Das ist, ja, ganz klar, keine Frage. Das werde ich machen. Und dann werde ich in mein, nicht in mein Rizoros, genau, ich werde dann in mein Rizoros gehen. Nee, dann werde ich in mein Capoeira reingehen, seine Akrobatik baiten. Bitte kein DC, ich hatte gerade kurz Angst. seine Akrobatik baiten, weil ich jetzt hier in Capoeira, wie gesagt, gehe. Und dann, ja, irgendjemand hat eine Soundanlage extrem laut aufgedreht. Ich weiß nicht, ob das draußen ist oder so, aber anscheinend schon. Ich hoffe, man hört das nicht, aber vielleicht merkt man, dass mich das so ein wenig aus dem Konzept bringt. Also, tut's mir leid, falls ich dadurch jetzt gerade ein bisschen komisch wirke. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier in Capoeira rein und wechsle dann eben in Rizoros raus, um Akrobatik abzufangen, und hoffe einfach mal, dass jetzt hier nicht mit einem Schwertanz das Ganze prediktet. Das wäre jetzt halt super RIP, aber das glaube ich halt nicht. Er wird wahrscheinlich safe hier auf die Akrobatik gehen, richtig. So, eine Samenbombenattacke kann ich, glaube ich, tanken beim Plus 1, oder? Nee, nicht unbedingt. Ich möchte nicht riskieren, dass er hier nochmal auf Samenbomben geht. Hat das Ding eine Lastung? Jetzt habe ich, ich habe nicht vergessen, was für eine Fähigkeit Papunga hat. Deswegen muss ich einfach jetzt mal nachschauen. Weil dann ist ja sowieso mein Geweihdroh schneller, dann ist das ja sowieso alles egal, oder? Er hat keine Entlastung. Okay, dann never mind. Dann sollte ich eigentlich okay dabei sein, ja. Hätte ich direkt in Gewaldro gehen können. Wieso habe ich das nicht gemacht? Ich dachte tatsächlich aus irgendeinem Grund, dass er Entlastung hat. Das war ein Fehler. Okay, was machen wir jetzt hier, Leute? Er hat Evoni noch. Vielleicht sollte ich Rizoros doch noch behalten. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich opfere jetzt hier mein Capoeira. Wieso bin ich so blöd und gehe nicht in Gewaldro rein? Ich glaube, mich hat das einfach viel zu stark verwirrt mit dieser Soundanlage, die ganz kurz gerade anging. Die ist jetzt glücklicherweise aus. ja, egal. Er geht auf Samenbomben. So, und das wird jetzt soliden Schaden machen wahrscheinlich. Und ja, das ist okay auch Schaden. Und wir haben jetzt hier natürlich die Überreste. Und wir sind, glaube ich, sogar noch in der Lage, eine Akrobatik zu tanken. In jedem Fall gehe ich hier einfach auf Nahkampf. Denn Toxin kann daneben gehen. Ich hätte auch auf Turbodreher gehen können. Ich glaube, Turbodreher wäre besser gewesen, dann bekomme ich eben keine Drops. Und er hat sowieso nur noch 1 KP. Und Turbodreher-Kills sind immer cool. Aber wechselt sogar raus. Also war es, glaube ich, eine gute Entscheidung. Er geht in Dragonier. Das ist ganz nice. Weil ich möchte gerne Toxin da drauf bekommen. Denn das Ding kann sich setupen. Und das möchte ich nicht. Vor allem, wenn er irgendwie Einrollen hat. Er könnte ein Drachenzahn-Set sein, aber er könnte, glaube ich, auch Einrollen haben. Und Einrollen ist tatsächlich ziemlich nervig. Er könnte auch ein Einrollen-Rest-Talk-Set haben. Das wäre noch nerviger. Ich weiß nicht. Und da ist die Musikanlage wieder angegangen. Ich hoffe, man hört es nicht, wie gesagt. Ich weiß super professionell, dass ich darüber spreche. Eigentlich müsste ich einfach so darüber reden. Aber mich
bringt das doch zu stark aus der Bahn. Wirft mich zu stark aus der Bahn. Aber er geht tatsächlich jetzt in Evoli. Okay, den Wechsel verstehe ich jetzt nicht ganz. Haben wir mit dem Toxin gerechnet? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. In jedem Fall haben wir jetzt hier das Toxin getroffen und können jetzt hier einfach auf Nahkampf gehen. Und guten Schaden rausdrücken. Und wenn ich sogar das Ding hier besiegen, weil wenn er hier den Z-Kristall fährt, kann er keinen Evoliten haben und dann stirbt er halt. Also, ja. Ich glaube, Nahkampf ist hier in jedem Fall, glaube ich, richtig. Und deshalb gehen wir hier auf Nahkampf. Weil ich glaube nicht, dass er mich aus dem Spiel nehmen kann. Selbst mit den Drops drin. Was will er mir können? Er wechselt jetzt hier wieder rum. Will er einfach die Drops raufbekommen? Was ist sein Plan? Irgendwas hat er anscheinend geplant. Ich weiß auch nicht was. In jedem Fall geht er hier auf Papunga, opfert das jetzt nun endlich sozusagen. Also, was heißt endlich? Aber hätte er, glaube ich, schon vorher die Möglichkeit gehabt, das zu opfern. Außer er wollte eben die ganzen Nahkampf-Drops herbeirufen. Ich weiß es nicht. Stimmt, was mir auch gerade noch so auffällt, Dragonie hat, glaube ich, ja die Fähigkeit, wie heißt sie auf Deutsch oder generell, wie heißt sie, ich weiß es gerade nicht, die Fähigkeit, die einen zu einer gewissen Prozentzahl heilt, die auch Arbok hat, Shedskin auf Englisch, genau, auf Deutsch weiß ich gerade nicht, wie es heißt, also könnte er auch da eben das Toxin damit letztendlich ganz effektiv abfangen, so, und das Problem ist, dass Elfhuhn echt ein großes Problem gerade ist, weil ich nichts da reinwechsle. Will ich meinen Lamus opfern? Brauche ich Lamus noch für den Kampf? Lamus könnte sich noch setupen und gewinnen in der Theorie. Meteor Drago macht, glaube ich, sowieso nicht viel. Der gute Erdename für Capoeira. Will ich einfach meinen Rizoros opfern? Weil ich habe ja sowieso gesagt, dass es nicht viel macht. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, macht es halt noch ein bisschen was gegen Evoli und sein Dragonier. Also was opfern wir hier am ehesten? Ich glaube, wir opfern am ehesten Capoeira. Capoeira sollte okay sein. Oder auch nicht? Ich kann mich einfach nicht entscheiden, aber ich muss irgendwas abwerfen. Ich opfere einfach Capoeira. Komm, das sollte hoffentlich passen. Er geht auf Delik. Oh, wieso mache ich diesen Fehler? Darüber hätte ich nachdenken müssen. Ich habe einfach den Delegator vergessen. Bin auf Toxin gegangen, weil ich halt dachte, okay, ich werde sowieso jetzt besiegt worden werden, gedöns. Ach ja, stimmt, das war ja auch eher ein defensiveres Set. Ich habe das total vergessen, was für ein Set das war. Also wird er wahrscheinlich jetzt hier Egelsamen legen oder so. Ich gehe auf Gewaldro. Ich hätte direkt in Gewaldro gehen müssen. Weil ich wusste ja, dass das Ding wahrscheinlich eher defensiver sein wird. Ja, das wäre der richtige Play gewesen. Er geht auf Zugabe, das ist nice. Das ist eine sehr gute Sache. Das heißt, er hat wahrscheinlich Delegator-Zugabe, vielleicht Egelsamen und dann Gigasauger oder Mondgewalt. Mal schauen. Wir gehen auf jeden Fall auf die Kraftreserve-Flug, die eigentlich für Viridium, aber auch für Elfhuns gedacht ist. Und das sollte seinen Delegator auf jeden Fall brechen. Und damit ist der Delegator nun auch weg. Jo. Und jetzt wird er wahrscheinlich auf eben eine Attacke gehen, je nachdem, was für eine Attacke er hat. Mondgewalt tatsächlich. Okay. Sollte aber mich auf jeden Fall nicht aus dem Spiel nehmen und ich sollte einen Hit überleben, jo. Und außerdem hat er keinen Spezialangriffsdrop bekommen, was ganz gut ist. Und ich habe, glaube ich, mich gerade, ich habe doppelt gemoppelt gerade geredet. Wie auch, doppelt gemoppelt gerade geredet. Ich rede wie immer Quatsch. Lassen wir es einfach, Leute. Ach ja, egal. Ich gehe auf die kraftlose Flug und das nimmt ihn aus dem Spiel. Sehr, sehr nice. Damit ist dieses Elfhuhn weg. Generell muss ich sagen, dass ich kraftlose Flug ganz cool auf Gewaldro finde. Eben für solche Elfhuns oder eben auch für Viridium super, super gut, weil Viridium dann einfach geone-shottet wird, außer er spielt, oder man spielt eben die Antiflugbeere da drauf. Also da kommt Dragonier rein. Das Ding ist nervig. Ich glaube, ich gehe auf Capoeira oder doch in Lamus. Ich gehe einfach in meinen Rizeros und dann schauen wir einfach mal, was er macht. Ich gehe dann einfach auf Erdbeben, sollte sehr guten Schaden drauf bekommen. Das Problem halt wäre wirklich dieses Rest-Talk-Set. Mal gucken. Er geht auf Turbo-Tempo. Das scheint mir nicht Rest-Talk zu sein. Das scheint mir eher ein Drachentanz-Set zu sein, wenn es mich ganz täuscht. Ich gehe jetzt hier erstmal auf Erdbeben. Und das sollte super guten Schaden rausdrücken. Du kannst auch in jedem Fall eigentlich auf Schwertanz gehen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier sogar auf Schwertanz. Er geht auf Evoli. Vielleicht besiege ich ihn ja nicht. Dann gehe ich sogar auf Schwertanz. Mal schauen. Erdbeben kommt. Aber es könnte ihn halt sogar aus dem Spiel nehmen, wenn er den Z-Kristall trägt. Mal schauen. Erdbeben kommt. Und das macht sehr guten Schaden. Und damit ist Evoli weg. Ich hätte gerne auch Schwertanz eingesetzt, aber jetzt lohnt sich's nicht mehr. Jetzt ist es ein Disrespect, wenn ich Schwertanz gegen Dragonier einsetzen würde, weil wäre halt so, außer er hat einen Rollen im Set, dann nicht. Aber so ist jetzt hier mein bester Plan, einfach auf Erdbeben zu gehen. Und ja, weil ich mag es, wenn Rizoros Schwertanz einsetzt. Keine Ahnung, ich mag es generell, wenn Rizoros sich Setup mit Schwertanz und Steinpolitur und so weiter. Ich mag Rizoros, das will ich damit sagen. Ich möchte einfach sehen, wie Rizoros hier seine coolen Animationen zeigt. Weil ich finde tatsächlich auch, dass Rizoros hier in Gen 6 bzw. 7 super, super cool aussieht.
Und damit ist das Ganze hier ein Tool-KO. Wie gesagt, er kann immer noch Rest haben, glaube ich aber ab diesem Zeitpunkt nicht. Wobei Rest, Toxin, Tontempo vielleicht schon. Mal schauen. Er geht auf Drachenstoß, okay. Das scheint mir nicht Rest zu sein. Drachenstoß? War das nicht die... Ich weiß nicht mehr, was Drachenstoß macht. Das glaube ich war, glaube ich, eine 90er physische Attacke, die 80... eine 80er Genauigkeit hat oder so. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ihr braucht es auch nicht in die Kommentare schreiben. Vielleicht für andere, ja, das könnt ihr machen. Aber ich werde es danach sowieso nachschauen. Vielleicht gibt es hier sogar einen Fakt am Rande. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, das war's von dem Kampf. GG an dieser Stelle auf jeden Fall. Zu oft auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Und wir haben einen ganz guten Run mit dem Team hier gehabt. Hat durchaus einiges an Arbeit verrichten können. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.